Und der nächste Fall ist auf Watkins Glen. Und der spielte sich schon in dieser Woche ab. Wir gehen rein. Auf Watkins Glen. Wir wissen alle, was passiert. Wir sind zurückgegangen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir etwas anderes berechnet. Es ist an der Stelle auch wieder die etwas höheren Plaketten. Was kommt denn jetzt? Das ist nicht mal ein Fall, wo man stinkesauer sein sollte, könnte oder man maximal durchgetiltet sein sollte. Das passiert einfach. Weil sie haben sich hier, haben sie sich wirklich sehr gut Platz gelassen. Aber hier, weil sie sich genau deswegen so viel Platz gelassen haben, ist er zu weit auf dem Körb. Und das ist super ärgerlich, dass sein rechter Vorderreifen vorne eingesackt ist. Also neben das Körb, auf das Grün, weil der hintere ist noch drauf. Und hier vorne wird er ausgehebelt. Boah, das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich, weil sie haben sich sehr respektvoll in der Schikane bis dahin verhalten und ich glaube auch nicht, dass er das mit Absicht gemacht hat. Also, logischerweise nicht mit Absicht getan hat, weil das kannst du dem nicht vorwerfen, ist einfach wirklich sehr unangenehm gelaufen. Oh. Aber ich muss das mal ganz kurz fragen an die Menschen da draußen. Kann es sein, dass ACC aktuell ein bisschen laggy ist? Das ist so bitter. Nee, muss nicht, Bingo. Muss nicht. Das ist optional. An der Stelle übrigens, weil ich das gerade lese, warum man sowas reportet, das kann vielerlei Gründe haben. Also entweder passiert dir das wirklich sehr, sehr häufig und du bist maximal tilt und möchtest einfach, dass Leute aufhören, so zu fahren. B, das Verständnis dafür, dass sowas passieren kann, ist noch nicht vorhanden. Also, dass man sich wirklich sagt, hey, das kann wirklich mal passieren. Mir ist das auch schon mal passiert. Oder C, man reportet einfach gerne. Also, die Option besteht auch. Und ich glaube, und das muss ich auch mal sagen, auch wenn ich selber nicht wirklich der größte Reporter bin, weil ich immer ein Freund davon bin, den Dialog mit den jeweiligen Fahrern zu suchen, kann es natürlich auch möglich sein, dass dieser Ferrari den anderen Ferrari angeschrieben hat oder andersrum und das Gespräch verlief jetzt nicht unbedingt so gut. Und da sind dann so uneinsichtige Wörter gedroppt worden oder ist ein uneinsichtiges Gespräch draus entstanden und dadurch ist dann dieser Report entstanden. Also es kann vielerlei Gründe haben, warum es einen Report gibt. Und ich bin auch ganz ehrlich, Reports sind wichtig. Und Strafen sind auch sehr, sehr wichtig. Aber das sollte immer nach einem Gespräch mit dem jeweiligen Beteiligten entstehen. Also wenn mir beispielsweise irgendwer eine patzige Antwort gibt, dann reporte ich den auch. Also wir hatten ja mal, oder sagen wir mal so, ich habe ja immer noch einen sehr speziellen Freund. Ist ja kein Geheimnis. Und auch mit dem habe ich persönlich versucht zu sprechen und versucht mich zu unterhalten. Das hat leider nichts gebracht. Jetzt unterhalte ich mich nicht mehr mit ihm. Wenn ich ihn sehe und wir miteinander Probleme haben, kriegt er instant einen Report, weil sich sein Verhalten leider Gottes seitdem nicht geändert hat und mir das relativ schnuppe ist und ich ihm die Dinger einfach reindrücke, weil ich das nicht cool finde. Wenn jemand einsichtig ist und, also mache ich ja auch, wenn ich Scheiße mache, stehe ich dazu. Es ist für mich auch völlig fein, wenn danach, also nach meiner Entschuldigung, auch immer noch einer einen Report raushaut, weil er irgendwie sauer ist oder so. Aber grundsätzlich wäre ein Gespräch zwischen den Fahrern ziemlich gut. An der Stelle, es ist nicht no further action, es ist causing a collision und das sind 0,6 Safety Rating abgezogen, weil er hätte das auch definitiv avoiden können. Das zählt nicht
als Rennunfall. Weil wir kennen es alle, so immer nur du funktioniert auch nicht. Ich bin überrascht. Am Ende des Tages hätten die beide das untereinander geklärt, wäre das Ding durch gewesen. Aber man muss dazu sagen, der Ferrari, auch wenn er sich verschätzt hat und auch wenn das immer passieren kann, ne, immer, es ist trotzdem von ihm ein verursachter Unfall, weil der Ferrari neben ihm hat ihm mehr als genug Platz gegeben für den Rejoin. Also wäre er normal drüber gefahren, hätte da, war anderthalb Autos Platz. Und dadurch, dass er ausgehebelt wurde, ist er abgeflogen. Und das ist dann causing a collision. Der andere ist halt auch komplett in der Leitplanke gelandet. Für den war das Rennen auch vorbei. Also an der Stelle ist das causing a collision. So. Wir sind nicht, ich wiederhole, wir sind nicht bei den roten Plaketten unterwegs. Bevor wir das jetzt hier abspielen, dieses wundervolle Potpourri, gucken Sie sich das bitte ganz in Ruhe an. Ganz Ruhe. Ganz in Ruhe einfach mal angucken. Wir sind in der vierten Runde auf Watkins Glen. Heute nicht so sonnig. Sehr bedeckt. Man könnte meinen, es regnet bald. Ich schieße ab, den Flummi. So, und jetzt gehen wir das ganze Ding mal ganz in Ruhe durch. So, die erste Frage ist, Moment, unos secundus, nochmal zur Sicherheit. Okay, gut. Wir klären das Pferdchen jetzt von ganz, ganz hinten auf. Also wir gehen da ganz in Ruhe rein. Wer, denkt ihr, reportet hier wen? Das ist auch eine super Diskussion, die jetzt entstehen wird. Wirklich. Aber die führen wir. Die werden wir jetzt wirklich führen. Grün reportet blau. Okay, das hätte ich nicht erwartet. Ein sehr, sehr großer Teil von euch liegt da richtig. Grün reportet blau. Ich lasse das nochmal laufen. Grün reportet blau. Also wir sind einen Wissensstand weiter. Grün reportet blau. Also der hier reportet diesen. Ich lasse das jetzt nochmal kurz laufen. Internet ist ja da, ne? Ja, gut, dann los. Gucken Sie sich das nochmal an. Sind Sie aktuell mit dem Fall oder sollen wir da nochmal kurz eine Erklärung zu machen? Grün reportet blau, Abfahrt. So, gucken Sie nochmal ganz genau hin, wenn denn die Leertaste funktionieren würde. Sie geht. Ich lasse das jetzt einfach mal laufen. Das tut mir wirklich super leid für den Grünen, by the way. Chat aktualisieren wir gleich. Moment. Jetzt bin ich mal gespannt. Was sagen Sie denn dazu? Währenddessen ich hier mal die schriftlichen Unterlagen aktualisieren werde, dass Sie das hier auch alle sehen können. Was? Der Rote ist schuld. Ich würde das als unglücklich bezeichnen, wenn auch strafbar. Okay. Ich lese den ersten, der das für strafbar befindet. Ich habe aber auch schon was anderes gelesen. Grün ist selbstverantwortlich. Blau konnte nicht weiter nach rechts. Und Grün zieht trotzdem die Linie zu. Noch einmal, you always have to leave the space. Kacke gelaufen. Blau hat da nichts zu suchen. Wir haben im Gerichtssaal eine durchmischte Ansicht zu diesem Fall. Und das ist auch immer gut, weil wir gucken uns das jetzt nochmal an. Wir gucken uns das jetzt mal ganz kurz aus der Perspektive
das Grün an. Wir achten jetzt mal ein bisschen auf sein Lenkverhalten. So, der Blaue ist ja jetzt daneben. Da sind wir uns einig, der Blaue ist daneben. Also man kann schon sagen, die Reifen sehen sich schon und sind bekannt, ja? Sind wir uns da einig? Ich frage das nur jetzt einfach mal, dass wir alle auf demselben Stand sind. Die Reifen, die sehen sich und die sind sich, also hinten rechts vom Lamborghini und blau von, vom Lamborghini, ja? Sie? Ist optimistisch, da reinzugehen, aber grün muss ich Platz essen. Okay, wir sind uns, ein paar Leute sind sich einig, ein paar nicht. So, jetzt passiert Folgendes. Der Lamborghini, der blaue, ist auf seiner Linie. Er schert jetzt nicht weiter nach rechts aus. Sie sind immer noch nebeneinander. Er fährt immer weiter nach rechts rein. Und der blaue Lamborghini ist immer noch auf seiner Linie. So. So, wenn wir das jetzt nochmal in zügig gucken. Von hier. So, pass auf. Wir können jetzt sagen, jetzt gibt es hier wieder ganz viele, also wir können jetzt hier an der Stelle wieder ganz, ganz groß und sehr, sehr viel Gesprächsstoff sammeln. Der Blaue hat da nichts zu suchen, der bremst sich da rein, das ist ein Dive, ist zu aggressiv. So, an der Stelle, warum ich diese Aussagen beispielsweise negieren würde, wäre, wenn der Lamborghini gedived hätte. Ne, nehmen wir mal an, er würde richtig volles Brikett reinhalten, dann würde er der Lamborghini sicher aufgrund des, dann würde der Lamborghini aufgrund des Geschwindigkeitsüberschusses ja sehr weit nach außen tragen lassen. Also er würde ja nach außen gehen. Aber der Lamborghini, der blau, der hält, ist Runde 4, nicht 1. Der Lamborghini hält der Ast rein, seine Linie. Er ist jetzt da. Übrigens finde ich das mittlerweile super schwierig, mir diese Videos anzugucken, wenn die Autos so extrem rumworben. So, der Lamborghini kommt jetzt nicht aufs Curb, dass er irgendwie rausrutscht oder so, sondern er fährt selbst jetzt noch bei dem Kontakt, fährt er vernünftig seine Linie. So, wenn man das jetzt mal aus der Innenperspektive guckt, und wir gehen mal ein bisschen nach hier. Er sieht den Lambo im Rückspiegel. Ne? Also ist ihm klar, dass er da ist. Das Radar sagt ihm das auch. Und er fährt halt rein. So, er hat auch Geschwindigkeitsüberschuss. Und von dem Blauen, wenn wir das jetzt mal aus dieser Perspektive sehen, das könnt ihr jetzt leider nicht und ich kann euch das nicht zeigen. Der Blaue ist jetzt schon Rad an Rad auf derselben Höhe. Das geht nicht wegen der Anonymisierung. Aber er ist jetzt, ihr seht ja an der Seite links von der Gesprächsaufzeichnung, die wir tätigen aus dem Gerichtssaal, der Grüne ist schon da. Also aus der ersten Perspektive, wenn man sich sie anguckt, kommt der Lambo irgendwann hier vorne erst daneben. Aber er ist jetzt hier schon, aus der Perspektive des Lamborghinis, ist er schon Rad an Rad. Also er ist nicht mal später, dass er sich da irgendwie reinbremst oder so, sondern er ist jetzt schon hier. Das kann man hier sehen. Ich mach mal meine Maus dahin. Warte. Da. Seht ihr meine Maus? Da. Ganz links. So, jetzt ist er schon daneben. Also er war die ganze Zeit schon vorhanden und dort. Also bevor der Grüne überhaupt gebremst hat, war der Blaue schon vorhanden neben ihm. Und er entscheidet sich trotzdem dazu, noch reinzufahren. Und mittlerweile muss ich wirklich gestehen, wie ich vorhin schon gesagt habe, durch dieses ganze Rubberbanding und Geworbe ist es wirklich unglaublich schwer geworden, sowas auseinanderzuhalten. Weil nämlich in der Perspektive vom Grün, ne, wenn wir die Perspektive vom Grün sehen, sieht das so aus, als wenn der da volles Brikett reingezogen kommt. Wenn wir aber die Innenperspektive vom Lamborghini gucken, sieht man, dass er schon vorne, also bevor sie überhaupt gebremst haben, schon nebeneinander sind. Die Perspektive von oben fehlt. Kannst du nicht abschließend beurteilen. Was? Warum nicht? Da muss ich einen Schluck Wasser trinken und warten. Warum kann ich das nicht beurteilen? Wo war das eine ungültige Runde? An welcher Stelle? Das hier ist nicht ungültig. Das ist nicht ungültig. Kann ich dir sagen. Bin vorhin Watkins gefahren. Das ist nicht ungültig.
Nochmal habt ihr ja jetzt gerade gesehen, ich habe euch das ja mit der Maus links gezeigt, ne? Der Lamborghini, der blaue, ist halt schon neben ihm, währenddessen der andere anfängt zu bremsen und der linke, also der grüne Lamborghini zieht ihm einfach rein. Dadurch, dass jetzt der blaue Lamborghini den, nee, der grüne Lamborghini den blauen Lamborghini reported hat, ist es no further action. Das ist no further action. So. Und das wird wahrscheinlich auch wieder ein, zwei Leuten nicht schmecken, aber so ist das manchmal. Man wird sich nicht immer hundertprozentig einig. Ich finde das aber von der Argumentation her und auch von der Betrachtung dieses Falls sehr schlüssig.